Ja, hallo zusammen. Der neueste Patch 9.20 steht vor der Tür und daher will ich euch heute mal die neuesten Themen dazu präsentieren, was dieser Patch alles so mit sich bringt. Da ist einiges am Start. Es geht um gewertete Gefechte, HD-Modelle, neue Karten und ein komplett neuer Tech-Tree. Das alles und viel mehr, das sehen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Ja, und damit starten wir mal zuallererst mit den gewerteten Gefechten, die ihr gerade schon in der Garage seht. Da wird es auch wieder etwas weitergehen. Die Beta ist vorbei, wir haben sie alle besprochen, würde ich es zumindest mal nett nennen. Ich persönlich war ja kein großer Fan der Bonds bzw. der Verbesserung des Zubehörs, die damit einhergegangen sind. Aber das soll heute nicht Thema sein, sondern heute soll Thema sein, was an den gewerteten Gefechten geändert wird. Und zwar soll es jetzt nicht mehr so leicht möglich sein für Spieler, auf die höchsten Stufen zu kommen, weil gerade starke Spieler hatten es nicht so schwer, in Rang 5 zu kommen und haben sich dann da ausgetobt. Dementsprechend wird das etwas schwerer werden. Auf der anderen Seite, und das finde ich eine sehr gute Neuerung, ist es ab sofort etwas anders von der Gewichtung. Denn aktuell oder jetzt mit dem neuen Patch wird es dann so sein, dass die 10 Besten des Gewinnerteams einen Streifen bekommen und die 5 Besten des Verliererteams ebenfalls. Das heißt natürlich, dass man jetzt vielleicht wieder ein bisschen teamlinienlicher spielt, um nicht nur unter die 3 Besten des Verliererteams zu kommen, sondern da unter die 5 Besten ist schon mal etwas angenehmer. Also das ist für mich eine richtige Entscheidung, muss ich gestehen, und bin da guter Dinge, dass das was hilft. Auf der anderen Seite gibt es auch noch anderes. Der Matchmaker wird intelligenter und versucht, eine gleiche Anzahl mittlerer und schwerer Panzer wie das Team zusammenzustellen. Das heißt nichts anderes, dass die Teams einfach fairer und ausgeglichener von dem her sein sollen. Auch meines Erachtens was von Anfang hätte mit dabei sein müssen. Alle Arti-Hasser werden sich ebenfalls freuen. Es wird nur noch 2 Artis maximal pro Seite geben. Also keine 3 oder so mehr, sondern maximal 2 Stück. Und mehr Karten werden verfügbar und ihre Rotation drastisch verbessert. Die Chance, die gleiche Karte immer und wieder zu sehen, wird verringert. Und auch das, glaube ich, ist für Fans da ein großes Thema. Gewertete Gefechte, nicht immer auf der gleichen Karte, vielleicht nicht immer die gleiche Standardtaktik, sondern auch dementsprechend einfach mal ein bisschen das Ganze überarbeitet. Und aufpolierte Belohnungen. Zu guter Letzt wird die Vergabe der Belohnungen überarbeitet. Ab Saison 2 müsst ihr nicht mehr bis zum Ende der Saison warten, bis ihr den Großteil eurer Anleihen erhaltet. Der Wert der Belohnung wird noch dazu steigen. Also, das Thema Verbesserungen wird auch dann da wieder ein starkes Thema werden. Aber wie gesagt, wir schauen einfach mal, wie sich das so entwickelt. Ich selber bin sehr gespannt. Ja, einer der weiteren großen Punkte bei World of Tanks wird natürlich ganz klar die Überarbeitung der Tech Trees sein. Die Tech Trees werden stark angepasst. Dazu gehören die USA, Russland, Frankreich und Japan. Das sind die 4 Nationen, die angeglichen werden. Und das ist wirklich einiges. Wir sehen uns einfach mal so ein paar im Überblick an. Bei den mittleren Panzern der Russen ist der T-44, der T-54 und der T-44-100 am Start. Und wir können hier immer sehen, was sich da verändert. Und natürlich ist da hier ein ganz großer Part die Turmpanzerung, die sich bei dem Panzer verändert. Bei den schweren Panzern ist der IS-7 am Start. Ich würde einfach sagen, wir gehen das einfach mal im Groben durch, welche Panzer es betrifft, und ihr stoppt einfach das Video zu dem Zeitpunkt, wenn ihr sagt, ja, der Panzer interessiert mich, ansonsten macht ihr einfach weiter. Jagdpanzer, die ISO 152, Objekt 704 und Objekt 268, die werden angepasst und natürlich zum Beispiel hier beim Objekt 266, die Beschleunigung der AP-Granaten ist natürlich ein großes Thema und das ist natürlich schön, wenn das da erhöht wird, dass man einfach ein bisschen besser zielen kann. Also ihr seht, da sind auch wirklich Sachen dabei, die sehr tiefgründig sind. Eben nicht nur einfach mal irgendwie eine Verbesserung der Panzerung oder Änderung, sondern auch wirklich sich Gedanken gemacht, okay, wo ist das Problem, was können wir noch angehen? Bei den französischen Panzern, da geht es mit dem AMX 30 und 30B. Das sind die beiden mittleren Panzer, die angepasst werden. Bei den schweren Panzern ist es der 50-100 und bei den Jagdpanzern, da sind es einige, AMX AC 48 und 50 Foch. Und ganz wichtig, der 50 Foch, der wird ersetzt durch den AMX 50 Foch B. Wer den AMX 50 Foch hat, bevor der Patch kommen wird, erhält den Panzer trotzdem zusätzlich zum neuen Panzer. Ganz wichtig. Wer sich also jetzt kurz davor befindet, den Panzer zu erspielen, der sollte da jetzt loslegen, denn
Jetzt könnt ihr es noch machen. Wenn er dann da ist, habt ihr Pech gehabt, dann war es das. Celebi. Und ihr seht auch hier nochmal eine kleine Beschreibung, was mit dem Panzer denn passiert. Aber auch die deutschen Panzer werden nochmal angeschaut. Und zwar das Mäuschen und die Maus. Das sind so die beiden, die den Deutschen da nochmal ins Auge kommen. Und bei den Jagdpanzern der 8-8er Jagdtiger. Amerikanische Panzer, in dem Fall 48 A1 und M46 Patton. Das war's. Mehr wird's nicht. Ihr seht es. Mal schauen, ob das reicht. Und bei den japanischen Schwerpanzern der UI, der normale UI, der Oho, der Typ 4 schwer und Typ 5 schwer. Also da ist einiges am Start. Die genauen Änderungen, wie gesagt, einfach zu dem Zeitpunkt anhalten, wo es euch interessiert und dann da gucken. Aber ich denke, es ist ein wichtiges und richtiges Zeichen, dass die Panzer überarbeitet werden, weil der ein oder andere Panzer, sind wir uns ehrlich, braucht vielleicht noch ein bisschen Liebe. Auch da interessiert mich eure Meinung. Welche Änderung ist gut, welche Änderung ist schlecht? Immer in die Kommentare. Eine der weiteren spannenden Änderungen, die der Patch mit sich bringt, ist der chinesische Tech Tree. Denn da kommt jetzt ein ganz neuer Jagdpanzerzweig mit dem Patch. Und der eine oder andere wird sich denken: Hoppala, Jagdpanzer, das hat man doch schon mal gehört. Aber das war doch nur für den Asia-Server. Ja, eigentlich war das wohl der Plan. Denn eigentlich sind die Panzer gar nicht wirklich genau historisch relevant, würde ich es jetzt mal nett umschreiben. Aber scheinbar war der Aufschrei in der restlichen Welt so groß, dass Wargaming sich gesagt hat: Okay, wir hören auf euch, dann bringen wir den halt. Ob es so war, ob es notwendig ist oder ob sie einfach gesagt haben: Jetzt ist er schon da, dann nehmen wir ihn auch. Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen, aber unterm Strich, ein neuer Tech Tree ist ja mal nichts Verkehrtes. Und jetzt sind wir uns mal alle ehrlich: World of Tanks ist keine Simulation, sondern wir reden mittlerweile wirklich von einem Arcade-Game. Und da darf man da auch der ein oder andere Panzer, der ein bisschen historisch fragwürdig ist, meines Erachtens ruhig erscheinen. Deswegen schauen wir uns den Tech Tree jetzt an, was der so mit sich bringt. Ja, ihr seht, der Tech Tree beginnt wirklich beim Tier 2 T26G FT und ist ein kompletter Jagdpanzerzweig. Also kein Lights, Mediums oder sonstiges vorgeschoben, sondern wirklich von Anfang bis Ende ein ganz klassischer Tech Tree. Und dann schauen wir uns einfach mal so die Panzer an, wie die so aussehen werden. Hierbei handelt es sich um den Tier 2. Wir sehen, gibt hier zwei Kanonen, die wir nehmen können. In dem Fall haben wir schon die Top-Ausführung. So sieht das Ganze dann aus. Und natürlich hier, die Daten sind immer sehr interessant. Nachladezeit 2,7 Sekunden. Das ist sehr flink. Minus 6 Grad Gun Depression. Also wir sehen, wir haben ein sehr schnell schießendes Gerät auf der Tierstufe. 21,5 Granaten pro Minute werden da rausgeschossen. 2 Sekunden Einzelzeit, 0,36 die Genauigkeit. Und 1511 DPM. Das ist nicht schlecht. Die Mobilität, 36 km/h. Geschwindigkeit nach vorne, 10 im Rückwärtsgang. Ja, das ist der T26G FT. Und auf den Tier 2 folgt natürlich der Tier 3. In dem Fall handelt es sich dabei um den M3G FT. Das ist ein Panzer der Chinesen, der jetzt nicht unbedingt durch seine Panzerung brilliert, sage ich mal. Hier ist schon die Top-Ausführung. Wir sehen 115 Schaden pro Schuss, 85 Durchschlag. Ich würde sagen, die Premium-Munition, die sparen wir uns noch. Da kommen wir erst später dazu bei den höheren Tiers, wo es auch wirklich spannend wird. 5 Grad nach unten, der Richtbereich 15 nach oben, 1,82 die Einzelzeit und 0,36 die Genauigkeit. Da ist er schon mal deutlich besser, aber obwohl höher vom Tier, schlechter von den DPM. Da ist nämlich der Zweier im Vorteil und 160 Hitpoints bei 25 Panzerung. Naja, dafür aber deutlich mobiler, nämlich 55 km/h. Und 12 km/h rückwärts. Das sind so mal die harten Fakten zum Tier 3. Jetzt, da wir in den Tierstufen langsam etwas höher kommen und zum Tier 4 kommen, zeige ich euch auch mal die Panzer im Tech Tree selber, dass ihr auch mal seht, was müsst ihr denn überhaupt erforschen. In dem Fall bei der Su 76 GFT müsst ihr Ketten, Motor, Funkgerät und zwei Kanonen, beziehungsweise diese Kanone ist schon vom Vorgänger erforscht. Das heißt, ihr braucht nur noch eine weitere. Dann schaut der Panzer wie folgt aus. Da haben wir dann schon ein ganz anderes Konzept, kein offener Turm mehr, sondern hier ist er dann geschlossen. 160 Schaden pro Schuss, 128 Durchschlag,
Die Feuerrate geht etwas nach unten, aber ist immer noch mit 4,6 Sekunden sehr, sehr, sehr flink. 5 Grad Gun Depression ist nicht wirklich viel, dafür eine sehr gute Einzelzeit mit 1,63 und der Genauigkeit von 0,38. Auch der Durchschnittsschaden pro Minute mit 2086 deutlich erhöht gegenüber dem Tier 3 Vorgänger. Aber die Panzerung mit 25, 15, 10, auch hier eher Blech als Stahl. 280 Hitpoints und die Mobilität geht wieder ein bisschen zurück auf 45 bzw. 12 km/h rückwärts. Ja, jetzt kommen wir zu den Tier 5 und da schauen wir mal, wie der aussieht. Beim Tier 5 müsst ihr wieder nicht so viel erforschen. Das hattet ihr alles schon und ihr braucht lediglich das. Das heißt einmal Ketten, einmal Motor, einmal Funkgerät und zum vierten und letzten Mal dann die Kanone. Der Panzer, der 60 GFT, ist dann wie folgt. Auch hier die Panzerung wieder sehr, sehr rudimentär. 25, 20, 20. Auch da wieder kein Panzerungswunder. Und von dem Thema der Sichtbarkeit, auch da dürfte der nicht wirklich stark vorhanden sein. Dafür 180 Schaden pro Schuss, 145 Durchschlag, Feuerrate 13,04 bzw. 4,6 Sekunden ist die Nachladezeit, 1,63 die Einzelzeit, 0,36 die Genauigkeit und hier auch der DPM bei 2350 schon, auch hier nochmal die deutliche Steigerung. 400 HP hat er, aber 25, 20, 20 ist die Panzerung. Die Mobilität bleibt ähnlich zum Vorgänger mit 45 km/h nach vorne und 18 km/h rückwärts. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auch mal die Premium-Munition an, denn die hat jetzt hier schon 220 Durchschlag im Vergleich zur normalen AP. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man 145 oder 220 hat. Und jetzt nähern wir uns langsam den höheren Tiers. Der WZ-131 GFT wird vom Design dem ein oder anderen schon irgendwie bekannt vorkommen. Man wird natürlich unwillkürlich an die SU erinnert. Und in dem Fall schauen wir mal, was da Panzer so kann. Der Schaden ist bei 250 pro Schuss schon deutlich höher. Der Durchschlag mit 181 auch sehr ordentlich. Dafür APCR legt dann nochmal deutlich einen drauf, denn wir sehen, da ist 241 der Durchschlag. Die Feuerrate 7,82 bzw. 7,6 Sekunden Nachladezeit. Der Richtbereich nach unten mit minus 5 Grad nicht so stark. Die Genauigkeit auch wieder etwas schlechter als davor mit 1,92 Einzelzeit. Die Genauigkeit selber bei 0,35 und hier ist durch den höheren Alpha aber der DPM wieder etwas geschrumpft. Man will das so ein bisschen damit ausgleichen. 550 Hitpoints, 35, 20, 20 ist die Panzerung und die Mobilität bei 50 km/h vorwärts und 18 km/h rückwärts. Aber man darf erwarten, dass dieser Panzer dafür wieder deutlich schwerer zu entdecken sein wird. Beim nächsten Panzer, dem T-34-2 GFT, da müsst ihr wieder ein bisschen mehr erforschen. Und zwar, ihr seht, die Ketten, ein Motor, ein Funkgerät und zwei Kanonen. Diese Kanone ist nicht freigeschaltet, auch die müsst ihr erstmal erforschen, bevor ihr hier auf die nächste kommt, und zwar die 122 mm dann in dem Fall. Der Panzer selbst, vom Design her keine große Überraschung gegenüber dem Vorgänger. Wir sehen hier der eigentlich typische 122 mm Schaden, 390 nämlich, 192 Durchschlag, Heat kommt dann da mit 250 an. Was haben wir? Nachladezeit 9,11 Sekunden, 5 Grad nach unten der Richtbereich, die Einzelzeit deutlich erhöht, 2,88, die Genauigkeit bei 0,38, der BPM bei 2569, dafür aber auch wieder höher, 800 Hitpoints, 70 45, 45 Panzerung. Die Mobilität ist ähnlich zum Vorgänger mit 50 km/h Front und 16 km/h Rückwärtsgeschwindigkeit. Dementsprechend, ich denke mal, da keine große Überraschung. So langsam aber sicher nähern wir uns dem High-Tier und das bedeutet der WZ-111-1G. Beim WZ-111-1GT ist es auch wieder so, dass wir die Ketten brauchen, den Motor, das Funkgerät und auch hier wieder zwei Kanonen, aber wir steigern uns bei der Top-Kanone von 122 mm auf 130. Der Panzer wird dann etwas eckiger, etwas globiger, dafür aber auch mit einem
bisschen besseren Schaden, nämlich 560 im Alpha, 271 Durchschlag, beziehungsweise bei Heat sind es dann 340. Nachladezeit dafür aber auch 13,42 Sekunden. Die Kanonenrichtbereich mit minus 6 unwesentlich besser als der Vorgänger. Der Wert für die Einzelzweit 2,68 und die Genauigkeit 0,35. Der DPM bleibt bei 2500, da ändert sich kaum was. Hitpoints 1000, 180 Frontpanzerung, 80 Seite und 60 hinten. Die Mobilität geht darunter. Wir haben nur noch 35 km/h nach vorne und 18 km/h rückwärts. Also hier sieht man schon, wo so die Tendenz langsam aber sicher bei den Jagdpanzern hingeht. Ja, und jetzt sind wir auch schon beim vorletzten Panzer, dem WZ-111G. Der ist schon etwas angenehmer vom Thema der Erforschung, denn der hat schon den Motor und der hat schon das Funkgerät. Das heißt, lediglich die Ketten und die Kanone müsst ihr erforschen. Und da kommt auch dann die 152 mm Kanone, die man eigentlich ja schon zu Genüge aus World of Tanks kennt. 750 Schaden ist der Alpha, 290 ist der Durchschlag. Wenn das nicht reicht, gibt es eine Heat mit 395 Durchschlag, also sehr, sehr beachtlich. 17,26 Sekunden die Nachladezeit, 6 Grad nach unten der Richtbereich. Auch da seht ihr, das ist so der Wert, ja, wo die Chinesen einfach mitarbeiten. Also wenn man sich daran mal gewöhnt hat, dann bleibt es auch ganz angenehm. Die Einzelzeit 2,4 Sekunden und die Genauigkeit 0,38. 2608 ist der DPM. Also auch hier, der DPM bleibt recht ähnlich zu den Vorgängern. 1800 Hitpoints dafür, deutlich mehr. Und jetzt auch mit einer Panzerung von 200 vorne, 80 Seite und 60 hinten. Die Mobilität auch hier wieder, wie bei dem Vorgänger, würde ich sagen, 35 km/h nach vorne, 16 km/h zurück. Und jetzt schauen wir uns den Großen an. Der Große hört auf den klangvollen Namen WZ-113G und ihr seht, ihr braucht 231.000 XP, um euch den am Ende zu gönnen. Wenn ihr das aber getan habt, dann braucht ihr nichts weiter erforschen, denn dann kommt der genauso in eure Garage. Und dann schaut es wie folgt aus: Das ist das Schmuckstück. Der Schaden bleibt bei 750, der Durchschlag bei 290, 395 ist die Heat, dafür aber etwas schnellere Nachladezeit, nämlich 16,3, weiterhin minus 6 Grad, 2,4 Sekunden die Einzelzeit und 0,36 die Genauigkeit. Durch die etwas verminderte Nachladezeit habt ihr auch einen leicht erhöhten DPM von 2761, aber das Thema Hitpoints deutlich erhöht, 2100 nämlich. 230 Panzerung vorne, 80 seitlich und 70 hinten. Die Mobilität auch wieder wie den Vorgängern mit 38 km/h nach vorne, 16 km/h rückwärts. Also ich sag mal, wenn man den Panzerlinie einmal drauf hat, dann kommt man rein und gerade in den höheren Tiers bleibt sie sich dann sehr treu. Das heißt, da gibt es keine großen Änderungen. Das sind die Chinesen gewesen. Auch dazu würde mich eure Meinung interessieren. Freut ihr euch drauf? Findet ihr die interessant? Oder was ist eure Meinung? Hat es denn World of Tanks gebraucht? Sind die Panzer wichtig? Oder hätte man darauf verzichten können? Das und mehr haut es in die Kommentare. Aber jetzt gehen wir last but not least noch zu den HD-Modellen. Und wie versprochen, zeige ich euch zuletzt noch die kommenden HD-Panzer. Dabei handelt es sich um 12 Stück. 9 davon habe ich in der Garage. 3 muss ich euch auf Bildern zeigen, weil ich einfach nicht weiß, wie ich sie euch zeigen kann und zeigen soll. Deswegen gehen wir jetzt aber einfach mal zu denen, die ich euch zeigen kann. Die Su 5 ist die erste der Artillerien, welche nämlich angepasst wird auf HD. Gibt noch 2 weitere, nämlich die Su 14.1. Die wird auch ebenfalls in HD kommen. Und die M12. Das sind die 3 Artis, die auf HD überarbeitet werden. Aber das sind ja natürlich nicht die einzigen. Panzerkampfwagen 4, Ausführung D, ebenfalls nun dann mit dem Patch in HD zu sehen. Und der VK3001 auch HD. Ich glaube, das ist absolut einfach zu erkennen, dass es sich hierbei um den HD-Panzer handelt. M5 Stuart ebenfalls
bekommt er ein HD Rework. Und der T69 auch. Ein doch wahrscheinlich häufiger gespielter Panzer. Die einen verfluchen ihn, die anderen mögen ihn. Aber auf jeden Fall ein durchaus häufig gesehener Gegner oder Mitspieler. Dann eine der wichtigsten französischen Panzerlegenden, muss man ja fast sagen, im Spiel. Badget 25T. Da haben wahrscheinlich schon einige drauf gewartet, dass es hier endlich ein HD-Model gibt. Und der letzte Panzer, den ich euch in der Garage zeigen kann, Matilda Black Prince, ebenfalls nun in HD. So, jetzt habe ich noch drei Panzer, die ich leider nicht besitze. Dabei handelt es sich um den Panzerkampfwagen 38K 735. Der deutsche Premium in dem Fall wird HD überarbeitet. Dann der T-44-85 erhält ebenfalls ein HD-Model und der Churchill 3 ist auch dabei. Gut, dann war es das für den Patch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einen Daumen da. Ansonsten kommentiert und diskutiert über den Patch. Ich bin sehr gespannt und ich sage vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba. Ja, und wenn man denkt, man hätte schon alles gezeigt, dann kommt am Ende doch noch eine Sache daher, die man eben noch nicht gezeigt hat, beziehungsweise die eigentlich sehr essentiell sind für den Patch 9.20. Daher seht es mir nach, dass keine Cam mehr da ist. Das ist sozusagen der Nachtrag. Denn ein neues Szenario für Zufallsgefechte kommt. Der bisherige 15 gegen 15 Modus ist für den einen oder anderen ja nicht wirklich episch genug. Dementsprechend kommt ein neuer 30 gegen 30 Modus Großgefecht heraus. Das heißt, 60 Spieler auf einer 1,4 Kilometer großen Karte. Nebelburg heißt die nämlich. Und ihr seht hier, so wird die aussehen. Das ist die Minimap. Bilder von dem Modus gibt es leider gerade keine. Und je Seite sind maximal 4 Artis zugelassen. Auch das ist sehr wichtig, dass wir hier keinen Arti-Spam bekommen. So, nun sind wir aber auch wirklich fertig. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, dass jetzt auch noch die letzte Information hier enthalten ist. Daher bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit noch einmal. Bis zum nächsten, euer Alcaramba.